Hallo Freunde des Sky YouTube Sports, grüße euch, willkommen zu einem etwas anderen Unboxing. Alter Akku, neuer Akku. So, also mit dem neuen Akku, den ich bei Amazon gekauft habe, für ja, fast 18, 19 Euro, funktioniert einwandfrei. Das ist der alte Akku und da gibt es dann halt folgendes Problem, dass du lädst auf, spielst gefühlt irgendwie 15 Minuten ab und dann fängt an zu schröckeln und geht die Box aus. Das heißt, Akku ist fettig, der muss nicht wegschmeißen. Man kann Akku austauschen, zeige ich euch jetzt. So. Mit dem neuen Akku war dann auch dieses Werkzeug mit dabei gekriegt. So, dann gehst du einfach hier rein, knüppelst das auf. Ja, dann siehst du schon die ersten zwei Schrauben. Die drehen wir jetzt mal los. Weil wenn du es nämlich nicht machst, machst du dir da kaputt was mit. Und das ist zwar die Halterung. Und auf der Seite, siehst du, da brauchst du, zack, dann hast du das schon, hast du los. Sonst machst du dir nämlich, das ist mir nämlich passiert, aber ich habe ja Plastikkleber, Kunststoffkleber und konnte mir eine von diesen schwarzen, also eine von diesen Halterungen ist abgebrochen, konnte ich mir wieder kleben, deswegen losmachen. So. Da haben wir dann die nette, ein kleiner netter Inhalt. So, wie geht es jetzt weiter? Einmal so, dass ihr die Boxen vor euch habt. Und dann ist es die rechte Seite. Dann einfach mal ein bisschen was das Ding drunter klemmen. Zack, darüber drehen, abziehen, fertig ist die Lachs. Dann sieht man den Inhalt. So, dann haben wir direkt unter den Boxen die nächsten zwei Schrauben zu lösen. Nächste Schrauben sind in Schwarz. Da, 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 da und da und da. Wenn ihr natürlich Garantie auf der Box habt, schickt sie zurück. Ferkelt nicht dran rum. Schickt sie zurück und wollt euch ein Austauschprodukt oder was reparieren. Aber in jedem Fall gibt es halt ein Austauschgerät. Fungelt da nicht selber dann rum, wenn es kaputt geht. Hab da Arschkarte. Ich habe nämlich mich auch erstmal über YouTube schlau gemacht. Ich habe ein Video gefunden von einem guten Herrn, der die auseinandergenommen hat. Ich musste auch erst noch zweimal gucken. Ich sage, nichts falsch machen oder wo achtet der drauf? Ja, er sülzt ein bisschen um heißen Brei rum. Er braucht ein bisschen lange, um sich irgendwie zu erklären. Ganz wichtig ist, ich empfehle euch, wenn ihr Fragen habt, fragt in die Kommentarbox rein. Aber es ist nicht verkehrt, lieber zweimal mehr zu fragen als einmal zu wenig. Aber ihr müsst auch aufpassen und ihr müsst auch genau hingucken. Ganz wichtig. Ja. So, ich mache jetzt die Halterung hier nicht los, weil dann habe ich die jetzt auch noch losgemacht. Aber reicht, wenn man den ein bisschen hochklappt hier. Und da sieht man auch schon den neuen Akku. So, jetzt gehen wir hier rüber. Das ist das Kabel von dem Akku. Ich ziehe es jetzt mal raus. Wie ihr seht, ich habe es richtig reingeklemmt. Weil, wenn die sich bewegen,
Dann gehen die richtig auf und zurück und dann knallen die da mit der Membran immer da dran. Das ist halt für den Unterdruck, um den Druck wegzunehmen. Deswegen habt ihr den Interdruck, wie sich das schimpft, und internen Druck. Deswegen macht der Box auch so einen schönen geilen Klang. Ich habe jetzt auch die Charge 5 mir geholt. Das ist so. Machen wir mal lose. Lose ist er. Immer hier rein. Ausziehen. So. Leicht. Ist nichts geklebt. Gar nichts. Die Dinge habe ich mir selber drum geklebt. Die wurden mitgeliefert. Mit zu dem Werkzeug. Wie ihr seht, Akkuunterschied ist auf jeden Fall da. Von der Länge auch. So, wichtig. Die Ummantelung habe ich von dem Kabel genommen. Wichtig ist, jetzt da müsst ihr darauf achten, dass die Kabelanordnung der Farbe, die Farbe, die dabei und der Clipmechanismus, wenn ihr mal hier reinguckt, seht ihr, dass es aussieht wie ein Schlitten. Das ist so eine, das sind zwei Kerben und da ist auch so eine Vorrichtung an den Steckern. Und genau so müsst ihr den rein. Das zeige ich euch jetzt die Farbe. So muss das aussehen. Zweimal rot, weiß und zweimal schwarz. So. Ja. Und der Schlitten muss natürlich dann auch, sollte das nicht der Fall sein, dass die vertauschen, schwarz und rot, müsst ihr die Kabel tauschen. Das heißt, hier vorne müsst ihr schmal reinpieksen, damit ihr das Kabel rausziehen könnt und dann tauscht ihr die Seiten. Das ist halt umgepolt. Dann passt es. Wenn ihr euch das aber nicht zutraut, schickt ihn zurück und kauft euch einen anderen. Mit dem habe ich jetzt gekauft. Passt sofort. Genauso wie es 1:1 sein sollte. Wie ihr gehört habt. Ja, dann bauen wir das Ganze jetzt einfach wieder ein. Einfach, es gibt es gar nicht. Ich wollte es erst wegschmeißen, lag schon im Müll. Ja, da guckst du, die habe ich schon so lange und die haben so gute Dienste geleistet. Ich habe gesagt, kannst du jetzt nicht einfach wegschmeißen. Ja. Und das Video gefunden von dem guten Kerl. Ja, geil, funktioniert. So. Und dann schön, Stecker wieder richtig rein. Kabel runterbiegen, schön weit rein für die Membran. Die arbeiten nämlich mit, wie man hier sehen kann. Ne? Und ich hatte am Anfang, hat nicht so der Bass. Wenn die dagegen schnallt, habt ihr nicht das Bassvolumen, das sein müsste. Also schön runterdrücken, damit die schön arbeiten können, damit die den Druck von den Lautsprechern, von den Lautstärkekörpern oder so genannt, den Druck wegnehmen. Deswegen ist dann auch dieser schöne Bass in dieser JBL-Box. Das ist natürlich richtig geil ausgeknügelter Plan. So, gucken wir mal. So ist das Logo, so ist es auf der anderen Seite. Dann einfach wieder drauf, rumdrehen, fertig. Passt wackelhart Luft, jetzt die Schrauben dran. Bevor ihr das zusammenschraubt und ihr habt euch einen neuen Akku gekauft, anmachen, testen. Und bevor ihr das wirklich einbaut, vorher bitte gucken, ob ihr das richtig eingebaut habt, dass die Pole richtig sitzen. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Sonst funktioniert da gar nichts. Weil unter dem guten Mann, der das Video dazu schon mal gemacht hat, kam dann ein Kommentar, ja, toll, danke, Box ist kaputt. Ich denke, alter Kind, hast du überhaupt mal richtig aufgepasst, wie das rüberbringt, was wichtig ist? So, ja, selber ist er da, wo ich sage, ich glaube, ich mache das, weil ich genau das gleiche Problem habe, für euch auch nochmal so ein Video, um euch zu zeigen, was wirklich wichtig ist. Wie man die auseinander nimmt und was einfaches gibt es einfach nicht. Das ist einfach montiert. Man merkt aber, wenn man die Box einmal, zweimal irgendwie hat auf den Boden fallen lassen, aus welchem Grund, wie auch immer es passiert ist, da löst sich eigentlich von dieser Halterung dann eigentlich schon ein Teil, wo man sagt, ach, so geht die schon mal auf. Ja? Natürlich guckt man dann. Ja. Wie man die am besten dann aufmacht, man weiß es dann schon mal. Und wenn man das Problem hat, man kann die wirklich retten mit den Akkus, halten noch viel länger. Man muss nicht immer das neueste Produkt kaufen, da rate ich von ab.
Aber meine habe ich schon so lange, ist dann einfach, wo ich sage, boah, halt die aus Trotz. Und dann eine neue schadet man nicht, da kann ich nämlich Pairing machen und dann gibt es dann richtig Schmalz auf der Ohren. Ja. So. Ja. Danke Amazon, 19 Euro, bin zufrieden. Ich baue die jetzt wieder zusammen. Und in dem Sinne bedanke ich mich mal fürs Zusehen. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video weiterhelfen. In dem Sinne, haut's rein.